Leute, Cramex hier, was geht ab, Paul Berger? Wir werden heute auf 35 Momente des direkten Bereuens festgehalten auf Kamera reagieren. Leute, ich bin sehr gespannt. Lasst ein Like und ein Abo da und let's go mit dem Video. Was hat man davon, wenn man es versucht, unsere Videos zu ignorieren? Ja, Leute, das ist einfach unmöglich. Aber im Gegensatz zu dieser Frau werde ich das Geschehene ganz sicher nicht bedauern. Hä, warum lässt sie dann auch los? Voll lost. Ich bin sehr gespannt, Leute, was Menschen hier direkt bereuen werden. Das Video ist von dem Ehrenkanal Braintime. Let's go. Das heißt, es bringt Glück, schneeweiße Tauben bei der Eheschließung aufsteigen zu lassen. Okay. Oh nein. Tja, das hätte wohl kaum schiefer laufen können. Ihr wisst sicherlich, dass alles, was in Las Vegas passiert, in Las Vegas bleibt. Also diese Regel gilt auch für Damentoiletten. Disgusting! Okay. Na, Andrew. Ah, nein. Bro. Man sieht doch schon, worauf das hier hinausläuft. Der Bruder geht baden. Hä? Er zieht sogar extra seine Sachen aus. Wie kann man denn so lost sein? So kann man nicht nur den Atem erfrischen, sondern sich auch einen Energiekick für den ganzen Tag holen. Da hat der davor dran war, das nicht richtig zugedreht. Wenn man das wohl... Ich glaube auch Listerin in den Augen brennt. ...berühmteste Foto von Marilyn Monroe nachstellen will, sollte man sich zunächst vergewissern, dass man wirklich auf einem Schachtgitter steht. Wenn man ein neues Smartphone gekauft hat, weil es im Laden als unglaublich schlagfest gepriesen wurde. Er feiert so die Scheibe. Geil. Und feststellt, dass das einzig Unglaubliche an der Sache die Listigkeit des Verkäufers war. Zum Glück hat sie nur Knöpfe verwechselt und keine Pedale. Lost. Oh, lost. Oh, er hat seine Scheibe kaputt gemacht. Wenn wir diesen Lifehack als Kind gekannt hätten, hätten wir kein Geld für Kaugummi mit Einmal-Tattoo verschwendet. Krass, die ist auf einem Magazin eingeschlafen und hat jetzt das Gesicht auf der Stirn. Mit diesem Trick wird euer Auto nicht nur von außen, sondern auch von innen gereinigt, ohne dass ihr dafür extra bezahlen müsst. Oh nein, er hat das Schiebedach aufgenommen. Nein, Bruder. Hä, wie kann man denn so lost sein? Ratet mal, wer in die nächste Runde ziehen würde, wenn das Spiel ein Squid Game Spiel wäre. Keiner von beiden. Wie kann man so lost sein? Also wirklich, die Menschen sind, also wirklich, die Menschheit ist verloren, Leute. Die Menschheit ist verloren. Die junge Dame war so froh, endlich ihren Lohn überwiesen bekommen zu haben, dass sie einen Teil davon gleich für eine neue Jeans ausgeben musste. Dabei. Merkt euch, eurem besten Freund könnt ihr alles Mögliche anvertrauen, außer der Unversehrtheit eures neuen schneeweißen Sportanzugs. Oh mein Gott. Yo, really? Seriously, this can't be my life, bro. Das habe ich übrigens mal mit meiner Schwester gemacht, dieser Trend, der da war, wo man sich so und dann ja, die so halten. Das ist schon schwierig. This you can't put air in a tire like Alter. It's not even going nowhere. It won't go. Das war ein typischer Frauenmove. I'm sorry. Dieser Clip soll euch eine Warnung für den Fall sein, wenn ihr euch entscheiden solltet, bei der scheinbar unbedenklichen TikTok-Challenge mitzumachen. Ingwer essen. Sollte euch jemand
sagen, dass es leicht sei, eine Frau zu sein, zeigt demjenigen einfach diesen Mann, der am eigenen Leib erfuhr, wie schmerzhaft es ist, sich Haare aus der Nase zu rupfen. Hat er seinen Bart mit rausgerissen oder warum hat das so weh getan? Ja, also Frauen sind auf jeden Fall schmerzresistenter, ist ja auch wirklich erwiesen. Also ich sage euch ehrlich so, wir Männer, wir sind da wirklich richtige, man muss einfach sagen, wir sind da so richtige kleine Opfer. So bei uns ist es so, sobald wir so ein bisschen erkältet sind, irgendwie so kleinste Schmerzen. Männer, also Frauen halten wirklich mehr aus, das ist wirklich ein Fact, Digga. Ist wirklich ein Fact. Frauen, die sind da richtig, die stecken das alles voll weg. Oh, schon wieder. Das war... Er hat doch ein bisschen was von seinem Bart mit rausgerissen, deswegen hat das doch so wehgetan. Und es waren bloß ein paar Nasenhärchen. Oder? Nee, es waren echt nur Nasenhaare. Oh, los. Los. Das ist keine gute Idee, für einen Bob-Wettbewerb zu Hause zu trainieren. Oh Mann. Das tut weh. Oh nein. Damn, damn, damn. Oh nein. Wenn Aschenputtel euch als Kind leid getan hat, weil es Linsen aus der Asche lesen musste, schaut euch diesen Clip an. Oh. Schau mal, viele von diesen Fails würden nicht passieren, wenn Leute nicht auf alles immer ihre Handykamera halten würden. Wenn die Leute sich mal mehr konzentrieren würden, einfach im echten Leben was zu machen und nicht auf alles die Kamera zu halten, dann würden deutlich weniger Fails, Unfälle, whatever passieren. Das ist, warum muss man auf jeden Scheiß die Kamera halten? Einfach Hose gerissen. No mames, que... Die Frau mobbt ihn noch. Wenn man ein Gericht im Restaurant auf die unkonventionelle Weise serviert, ist doch bei Nusret, bekommt, bleibt nur zu hoffen, dass es wenigstens gut schmeckt. Das habe ich auch bei Nusret gegessen, auf Mykonos. Richtig, das war diese, wie heißen die, Baklava mit so Eis dazu. Gebt einen Daumen hoch, wenn euch so etwas Dummes auch schon mal passiert ist. Nee, mir nicht. So good. Mir nicht. So don't wait chance. Guck dir das mal an, ist sie lost? Allein wie sie das gleich hält. Komm, wie dumm. Sorry, aber warum hält man das denn am Deckel? Oh. Leute, ich will mich jetzt hier wirklich nicht als krass darstellen, aber die Leute denken nicht nach so. Fangt an nachzudenken, Mensch. Leute, erinnert ihr euch an das Video übers Bobfahren von vorhin? Es ist eine ähnlich blöde Idee, Sportakrobatik zu Hause zu betreiben. And then put your weight in the wall. Okay, look at me. I can't go. Now Brett. Der unten bricht gleich in die Wand rein. Now step on Brett. Now put your back. Go, hurry. Put your back on the wall. Guys, the wall, like... Okay. No. Guys. Sag ich mal nichts dazu. Er hat die Hose mit dem Luftspray kaputt gemacht. Wie sieht das perfekte Herbst-Fotoshooting aus? Erwartungen? Realität. Wenn man nachts nicht zum Kühlschrank geht... Ah, den Clip kenne ich. Sie fühlt sich richtig. Sie denkt gerade richtig, das ist ihr Moment. Muss der Kühlschrank zu einem kommen?
Und so kann man Feststimmung schaffen, auch wenn man keinen Champagner zu Hause hat. Das weiß man doch auch, Leute. Jeder, der schon mal mit 16 auf einer Party war, der weiß, wenn man so auf ein Bier oben so ein Ding auf eine, ne, draufhaut, dann schäumt das. Das ist der perfekte Streich für Freunde, die gerade Es gesehen haben. Die Frau erwies sich allerdings als ziemlich mutig und war bereit, gegen das Böse mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu kämpfen. Hello and welcome to Bad Ideas with Kyle. Schlechte Ideen mit Kyle. I'm Kyle. With Kyle. And this is a bad idea. For this episode, I'm gonna try to hit my head on the ceiling. Oh nein. Go. Okay, er weiß mit. Ah, er weiß wenigstens, dass es eine dumme Idee ist. Oh mein Gott. Oh Mann, lustiger Kerl. Ich würde ihn abonnieren. Bad Ideas with Kyle. Ich finde, er sollte eine Fernsehserie bekommen. Das ist so lustig, weil Kinder so dumm sind, ey. Möglicherweise hätte er zuerst Sesam, öffne dich sagen sollen. Wenn die wüsste, was es davor für ein Fail war. Wenn ein Tretroller langweilig geworden ist, kann er jederzeit in ein Skateboard verwandelt werden. Yeah. Dieser Kerl hat keinen funktionierenden Fernseher mehr und die Frau hinter der Kamera scheint keinen Freund mehr zu haben. Oh. Oh, schade. Ja gut, dieser dafür. Dieser eine Freund, der... Das war jetzt ja kein richtiger Fail, okay, der Pech ist wieder abgesprungen. Alle Partys verdirbt. Und falls ihr denkt, dass ihr so eine Person in eurem Freundeskreis nicht hättet... You're breathtaking! Oh nein. Wenn man ein Nokia-Handy hat, wird man heutzutage überhaupt in ein Konzert hereingelassen? Wenn man ein Kochexperiment durchführen will und alles von Anfang an schief geht. Mach doch irgendwie das aus oder so. Lass es doch nicht da so. Ja, mach's. Oh, auch gefährlich, ne? Fatality. Wer macht denn einen Hubschrauber-Startplatz in einem Zimmer? Alter!
Alter! Wir wissen, dass man sich die Pleiten anderer Menschen ewig anschauen könnte. Aber leider ist dieser Beitrag schon zu Ende. Gebt ihm einen Daumen hoch und... Scary Movie 2 auch beste. Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dahin, haut rein, Leute, euer Crimex. Ciao.